Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Hörgenuss des Monats, dem ersten in 2022. Ja, der Januar ist schon fast wieder vorbei, denn es ist der letzte Donnerstag im Monat und an diesem Tag erlebt ihr ja in eurer Aboliste ganz, ganz viele Hörgenüsse. Das können Hörbücher sein, Hörspiele sein, Podcasts, andere Tipps, alles, was man irgendwie auf die Ohren bekommen kann. In der Regel sind es ja Hörbücher, die eben natürlich auch einfach gelesen werden können. Daher ist es dann auch ein Buchtipp, aber manchmal, wie auch heute bei mir, ist es ein etwas anderer Tipp, wo es dann keine Buchalternative gibt. Die Playlist zum Hörgenuss findet ihr immer unten in der Infobox. Ich verlinke euch auch die Stammcrew, die lieben Mädels und ja, findet ihr alles unten und ich verlinke natürlich auch das, was ich euch heute vorstellen möchte. Denn es gibt seit Mitte, Ende November einen neuen Podcast und ich war direkt schockverliebt. Es geht um den Podcast Alltagshass und ich bin noch mal kein Mensch, der so ein Superlativ wie hassen sehr häufig verwendet, schon gar nicht in Dingen, die irgendwie den Alltag betreffen. Und ich war aber hier super neugierig, denn ich folge Dominik schon etwas länger. Das ist einer der beiden, die diesen Podcast führen. Er selbst ist so ein bisschen ein Comedian, der sich lustig macht über Behörden und Ämter und über das Büroleben. Und das macht er auf Instagram und ich kann da wirklich immer lachen. Ich finde ihn super lustig und er ergreift so viele Dinge aus dem Leben auf und setzt die wunderbarst um. Doch hier tut er sich dann zusammen mit Fred und beide sind wirklich eine wunderbare Mischung, die montags uns mit dem Alltagshass versüßen und hier wirklich Dinge hervorbringen, die wir alle mehr oder weniger kennen und wahrscheinlich auch sehr viele von uns ja so ein bisschen abgeneigt sind, wenn nicht gar, wie wir sie tatsächlich hassen. Ich habe jetzt jede Folge angehört, das ist wirklich so meine Portion am Montag, wo ich lache, schmunzle, nicke und mir denke, ja, absolut richtig. Und es sind auch manchmal so Dinge, wo man sich vorher gefühlt gar nicht so richtig Gedanken gemacht hat und denkt, ja, aber wenn das passiert, dann ist das so. Also es geht los über die Deutsche Bahn, natürlich. Es geht weiter mit, wenn man sich irgendwo den kleinen Zeh stößt. Es geht weiter, wie Leute ihre Geldscheine im Geldbeutel irgendwie sortiert haben. Und es tut mir leid, meine Katze hat gerade den Tisch verschoben, wo die Kamera dran ist. Ja, sie ist hier ein bisschen schmusig unterwegs. Und es sind all diese Alltagsdinge, die uns aber manchmal tatsächlich zur Verzweiflung bringen und man sich wirklich fragt, warum? Also zum einen natürlich die Frage, warum ist das so, wie es ist? Und zum anderen, warum es uns tatsächlich so triggert und uns irgendwie einen Anlass gibt, so innerlich unruhig oder gar wütend zu werden. Die beiden sind befreundet, so habe ich zumindest den Eindruck. Das Besondere natürlich ist immer, wenn zwei Leute, die sich mögen, die privat auch auf einer Wellenlänge sind, einen Austausch haben, dann kommen die natürlich auch vom einen ins nächste, vom Hölzchen ins Stöckchen, ins Ästchen, gibt es da irgendwie ein Sprichwort. Und das macht hier natürlich besonderen Spaß. Also beide stacheln sich dann in ihrem Hass auch ein bisschen an und das finde ich wirklich unterhaltsam. Es ist jetzt nichts Revolutionäres, es gibt natürlich schon immer Leute, die irgendwie so besondere Alltagssituationen auch einfach mal so einem Hassvideo gewidmet haben, aber ich mag diese Kombination aus diesen beiden. Also sie wirken super sympathisch, eigentlich auch total entspannt, außer es kommt zu den Hassthemen. Und ganz wunderbar war zum Beispiel auch die Diskussion, wo es darum ging, was schenkt man in einer Schorle zuerst ein? Denn neben den Hassthemen haben sie auch so eine Kategorie Nonsens versus Konsens, wo man eben sagt, macht man erst den Saft oder erst das Wasser und dann ja, antworten im Grunde beide gleichzeitig, wie sie das handhaben und das führt dann natürlich auch auf Instagram zu einer Umfrage und so weiter und das ist wunderbarst, wie die sich dann, wenn sie gegensätzlicher Meinung sind, auch einfach mal so ein bisschen hochschaukeln und das macht mir als Zuhörer wirklich Spaß. Jetzt gibt es leider noch nicht ganz so viele Folgen, also es werden wahrscheinlich so 8, 9 Folgen aktuell online sein, aber es lohnt sich wirklich da hinein zu hören. Ich höre beide auf Spotify, sie haben aber auch beide einen Instagram-Account und auch einen YouTube-Kanal. Bei Dominik findet man eben tatsächlich so dieses humorvolle hinter die Kulissen schauen, wenn es um Büro- und Beamtenzeiten geht. Er postet aber auch auf Instagram durchaus, wie er jetzt im Urlaub war, so ein paar Impressionen und ein bisschen was von seinem Alltag. Das finde ich richtig, richtig toll. Fred hat eine Weltreise hochgeladen auf YouTube, da habe ich jetzt auch schon ein paar Videos mir angeguckt. Das finde ich auch super spannend, wie er so als Weltreise unterwegs ist und wie die beiden da
dann ohne ihren Hass sozusagen auch leben und funktionieren. Und das finde ich richtig toll. Also es gibt wirklich wunderbarste Momente, wo man einfach nur schmunzeln und lachen kann. Und ich dachte, ja, in dieses neue Jahr sollten wir nicht unbedingt nur mit Hass gehen, sondern eben auch mit Dingen, die uns zum Lachen bringen, zum Schmunzeln bringen und uns gut unterhalten. Und auch einfach diese Stimmung, die in diesem Podcast herrscht, das macht einfach großen Spaß. Also alle, die gerne Podcasts hören, die eben da auch irgendwie die Möglichkeit haben, also es wird auf verschiedensten Plattformen hochgeladen, wie gesagt, ich höre es auf Spotify, hört da also gerne mal mit rein, wenn ihr Lust habt. Ich versuche auch alles Mögliche irgendwie in die Infobox zu packen, schaut da gerne rein und holt euch dann montags die Portion Alltagshass, die mich wirklich immer ganz wunderbar unterhält. Und das war jetzt auch schon mein, ja, etwas kurzer, knapper Podcast-Tipp, mein Hörgenuss des Januars. Es müssen ja nicht immer 30 Minuten Bücherwoche-Videos sein. Nein, vielleicht habt ihr an einem Donnerstag auch gar nicht so viel Zeit. Aber jetzt noch genügend Zeit, um natürlich bei den anderen vorbeizuschauen, denn das werde ich auf jeden Fall machen. Und ich freue mich schon, was die Mädels diesmal, ja, im Hörgenuss präsentieren. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.